Recht herzlich willkommen heute, liebe Fans. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde dieses hoffentlich spannende Spiel gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Brügge gegen Paris Saint-Germain. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Es sind zwei richtig tolle Spieler, die hier heute im Mittelpunkt stehen. Also besser als die beiden heute in Sachen Offensive geht das nicht. Da sehen wir die Aufstellung, so spielt der Gastgeber heute. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Schauen wir auf die andere Seite. Auch hier soll es über die Flügel gehen. Ja, das ist selten, dass beide Teams in der gleichen Formation spielen. Auch hier das 4-3-3 auf dem Papier. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Das könnte was werden jetzt. Former. Da sehen wir Dost. War es Dost. Ball geht direkt wieder zurück. Former. Bastost. Schön dazwischen gegangen. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Di Maria. Da haben sie gut aufgepasst. Bastost. Tolles Zuspiel. Die Gelegenheit. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und Ferrati. Am Ball Di Maria. Icardi. Der Ball kommt wieder zurück. Ballverlust PSG. Kommt jetzt die Flanke? Jetzt vielleicht. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Paredes. Icardi. Marco Ferrati. Icardi jetzt. Gefährlich! So, das nächste Tor. Das könnte heute wirklich eine torreiche Partie werden. Gefällt mir ja bisher richtig gut. So kann es weitergehen.
Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So will er das natürlich sehen. Mit viel Kampfgeist sind sie zurückgekommen in dieses Spiel. Und das gefällt ihm natürlich. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Mekele. Vanaken. Bas Dost. Former. Tja, wo ist sie jetzt, die Lücke? Wo ist sie? Die Chance. Das ist klasse, wie sie das da machen, weil sie ein exzellentes Kurzpassspiel aufziehen. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Former. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Icardi. Neymar hat ihn. Paredes. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Former. Das ist ein vielversprechender Pass. Dost. Former. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Vanaken. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Bas Dost. Da sehen wir Dost. Da geht er gut in den Zweikampf. Ja, klasse Pass. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Bas Dost. Oh, toller Pass, gute Aktion. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Klasse gemacht, stark geblockt. Florenzi. Neymar hat ihn. Jetzt können sie vielleicht kontern. Neymar. Am Ball Mauro Icardi. Paredes. Neymar hat ihn. Vielleicht wird es hier gefährlich. PSG am Ball. Jetzt Neymar am Ball. PSG mit der Ecke, gute Gelegenheit vielleicht zum Führungstreffer. Neymar mit der Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Marquinhos jetzt. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Paredes. Icardi. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne. Hier, es steht zur Pause 1-1. Angel Di Maria ist schwach heute. Ungewohnt eigentlich bei ihm. Es wirkt fast so,
als würde er sich heute eine Auszeit nehmen. Ein ganz schwaches Spiel. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe, unentschieden bisher, alles ausgeglichen. Nun Neymar. Jetzt Verratti. Icardi. Paredes. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Chance zur Flanke jetzt. Das gibt einen Einwurf. Ah, das hätte gefährlich werden können. Clinton Mata. Bas Dost. Und Ballverlust. Kurzawa. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Paredes. Icardi. Ball ist bei Ferrati. Mauro Icardi. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Neymars Pass abgefangen. War es Dost? Dost. Former. Läuft der Ball sehr gut. Bas Dost. Ein guter Doppelpass. Da ist er jetzt durch. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst der Aufbau, Spielaufbau mit viel Geduld. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das ist genau diese Situation, die er vermeiden wollte. Jetzt wird es richtig schwierig nach dem Rückstand und er muss reagieren. Rückstand für Paris Saint-Germain. Jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Kurzawa. Am Ball Mbappé. Paredes. Klasse Pass. Kylian Mbappé Lotin. Am Ball Mauro Icardi. Jetzt Neymar. Neymar, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Bas Dost. Ball bei Neymar. Jetzt der Angriff von PSG. Paredes. Icardi. Di Maria. Das ist Marquinhos. Nun Angel Di Maria. Icardi. Icardi hat den Ball. Mauro Icardi. Ferrati. Vielleicht der Ausgleich. PSG mit dem Ausgleich. Alles wieder offen.
Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Mekele. Former. Manaken. Dost mit dem Ball. Was Dost? Da sehen wir Dost. Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance. Und PSG holt sich den Ball zurück. Paredes. Pass auf Neymar. Gut durchgesetzt, gefährlich. Doch noch die Führung. Wahnsinn, das muss es doch eigentlich sein. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit hat der Keeper nicht gerechnet. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hin. 4 Minuten bleiben hier noch. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Former. Mekele. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Manaken. Former. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Sie holen sich hier den Sieg. Klar, wenn du so kurz vor Schluss das Tor machst, dann gibt es auch den Sieg. Dafür sind sie einfach zu clever. Dein Kommentar zur heutigen Leistung von Neymar? Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr?